Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kamera war ein paar Tage aus, Kurzfassung, Aussaat ist fertig, sind gerade im Spritzen, haben noch ca. 200-300 Hektar vor uns, aber ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört und ich entschuldige mich, weil das schnell gehen muss, dass ich keinen Windpuschel dran habe für den Sound. Da eine Spritze einzeln hängt, da ein Fendt nochmal da ist, um gleich mit der Luft irgendwas sauber zu machen, da zwei Servicewagen sind, hinten ein Schrauber an dem Gewicht, an der Felge dran ist und da noch ein Traktor wartet, um hinten das Rad abzumachen, haben wir schon ein Storno. Ich war gerade spritzen, sind gerade im Roggen, Herbizidbehandlung und das hat sich irgendwie komisch angehört und irgendwie hat es dann auch gerochen in der Kabine. Bin ich rausgegangen, habe ich gesehen, oh, da ist irgendwas undicht. Irgendwas unter der Kabine, irgendein Schlauch oder wir wissen es noch nicht. Vielleicht auch, also es tropft aufs... Wie nennt man denn diesen Radkegel irgendwie? Ich bin halt kein Schrauber, ich kann es ja nicht sagen. Ne? Da tropft es irgendwie raus und ja, man sieht es aber nicht dadurch, dass das bei uns, so wie in ganz Deutschland, die ganzen Wochen regnet, wie jedes Zeitfenster gerade nutzt, um überhaupt drauf zu kommen. Ich weiß nicht, ob man das am Traktor sieht. Ich will jetzt auch nicht zu doll dahin, Leute. Die Jungs da nerven. Siehst du nichts. Es ist komplett eingesaut, der Traktor von unten. Die Jungs waren schon drunter, drinnen. Wir hatten jetzt schon überlegt, wie wir das Ding auf den Tieflader bekommen. Auf der Straße kann ich nicht mehr damit. Aber wollen jetzt erstmal versuchen, das Hinterrad mit halt der Gabel einmal abzunehmen. Das alles mit dem Fendt, da haben wir einen Luftschlauch drauf, mal richtig sauber zu pusten und dann zu schauen, was da ist. Ich hoffe ja, dass da irgendwie nur irgendein Schlauch irgendwie kaputt oder irgendein Sensor oder irgendwas, keine Ahnung. Ich sag mal, in dem Video werden wir es irgendwann erfahren. Es ist echt viel passiert. Außer ist alles drin. Ich habe mich ein bisschen in den letzten Tagen ausgeruht, auch auf die Videos, die ich noch im Petto hatte. Lexion-Video, Querneland-Video, dat. Aber jetzt müssen wir die Kamera auch mal wieder öfters mit rausnehmen. Und jetzt geht das hier auch wieder los, Leute. Aber leider ist dieses Jahr komplett der Wurm bei uns drin. Ich verstehe das nicht. Das ist, ne, nimmst du irgendwas hier in der Hand, dieses Jahr ist Bruch. Das sind Pechhände, Leute. Wir schauen mal, dass da nicht zu viel kaputt ist, dass wir den heute vielleicht noch irgendwie zu Gange kriegen. Aufgebockt ist er schon mal. Jörg fährt ran, würde sagen, bis gleich. So Freunde, Tag danach. Kein Klasi, wie ihr seht, trotzdem eine Spritze hinter. Ich habe ein bisschen was eingestellt. Zum Klasi gestern noch, ich habe da nicht mehr mitgefilmt. Das ging dann ja dahin. Wir haben noch den Reifen hinten abgebaut. Ich kann hier auch was einblenden noch irgendwie und hatte dann ja die Kamera nicht mehr draußen. Der steht jetzt aber beim Händler. Das ging. Da ist eine Hydraulikleitung unten defekt gewesen. Und wenn die halt Druck gekriegt hat, dann ja, war es halt undicht. Und das muss jetzt gemacht werden. Problem ist, diese Leitung ist so beknattert, dass die, also das Rad muss ab. Und wenn ich sogar beide Räder, mit viel Pech muss der Tank sogar runter. Denn die geht einmal von hinten bis nach vorne. Ne? Das muss gemacht werden. Der ist aber höchstwahrscheinlich, heute haben wir es Freitag, den, warte mal ganz kurz. Mann, hier steht es am Fendt, den 11. Nee, den 3. 3.11., nicht 11.3. Der 3.11. Ist höchstwahrscheinlich Montag oder Dienstag fertig, das Ding, wenn es gut läuft. Ne? Aber ich habe ja noch Spritzmittel drin. Wir haben ja aufgehört. 3380 Liter. Ich habe mir hier jetzt erstmal alles eingestellt. Das war heute auch ein Krampf, sei euch. Ich bin heute viermal beim Händler schon gewesen, weil YouTube... Ich habe euch vernachlässigt, heute seid ihr dran. Weil dieser Rücklauf, dieser schöne, der da dran ist, da hatten wir nichts Passiges. Und anstatt ich einmal mit der Spritze rüberfahre, was hinterher sogar von der Zeit besser gewesen wäre, bin ich viermal mit Auto hingeknattert und ja, was soll ich sagen, jetzt klappt das. Ich bin jetzt auch nicht mehr auf dem Roggen, wo wir gestern unterwegs waren. Das hier ist mein fast letzter Weizen gewesen. Ich will jetzt aber einfach mit der Spritze schnell die Flüssigkeit loswerden, die 3000 Liter. Habe keinen Section Control in dem mit reingebucht, weil das war ja gar nicht geplant, dass der da fährt. Für dich Landwirte, Section Control heißt, dass der die Düsen hinten selber schaltet, so wie das im Glas funktioniert. Kann ich jetzt nicht. Deswegen habe ich mir eine große Fläche rausgesucht, weil hier fahre ich jetzt das Vorgewende einmal bis da vorne an der Ecke, wo der orangene Pfeiler ist. Und dann hast du, also allein im Vorgewende, das sind hier 40 Hektar, sind wir, glaube ich, leer. Das sollte klappen. Da brauche ich hier nicht in eine Bahn reinfahren oder irgendwas, dann ist das nur außen und da muss Section Control auch nicht so. Das kriegen wir auch per Hand schnell geregelt. Ne? Ansonsten ging das innen drin ganz gut eigentlich. Kann man eigentlich die Reihen schon sehen? Ja, aber hier war Mais drauf, Leute. Ich habe ja mit meinem Nachbarbetrieb getauscht gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ah.
das Auge nimmt das immer ganz gut wahr. In den Kameras ist das immer so eine Sache. Wir hatten mal getauscht gehabt mit dem Nachbarbetrieb. Und jetzt habe ich da einen Weizen reingekloppt vor ein paar Wochen. Vor ein paar Wochen, so lange ist das noch gar nicht her. Ja, doch. Ab und zwei Wochen jetzt. Und jetzt hauen wir noch was mit der Spritze hier gleich rauf. Ah! Und dann sind wir hier erstmal durch. Also gut, wir müssen dann, wenn mein Glas wieder läuft, werden wir hier natürlich noch hinfahren, das fertig machen. Aber eigentlich sind erstmal andere Felder dran, aber die sind super verwinkelt. Und ich habe mir das jetzt hier erstmal obligatorisch eingestellt. Das muss heute funktionieren, einmal leer. Wir haben nämlich, kleine Story, Nachbarbetrieb, zwei Nachbarbetriebe sogar. Die hatten diese Pflanzenschutzmittel, wir können die auch mal rühren lassen. Schon mal, warte mal kurz. Wir brauchen eine 540er. Und dann lassen wir die nämlich schon mal 500 Umdrehungen passt, schon mal hinten rühren. Das ist auch ganz gut so, denn das Zeug, das steht sich ab. Und ein Nachbarbetrieb hatte das so dolle dieses Jahr. Da war auch irgendwas kaputt gegangen im Vorgewände, mit dem Gestänge, glaube ich, irgendwo hängen geblieben. Und dann stand das mit dem Mittel und dann ist das so dick geworden, dass die jetzt wirklich 30 Stunden lang alle Leitungen von der Spritze und alles raus. Und das war... Ich kann ja mal, ich glaube, ich habe ein Foto bekommen. Wenn ich das Foto habe, dann blende ich das mal ein, wie das aussah. Denn es war zwar dann nicht in der Spritze, sondern dann in einem anderen Fass, aber genauso fest ist es geworden. Es war wie Beton. Ne? Und die haben da Ewigkeiten probiert und da hatte ich halt Angst vor. Deswegen gestern Abend, wo ich Feierabend gemacht habe, das nochmal aufgerührt alles. Ne? Heute Morgen auf Arbeit gekommen, gleich wieder aufgerührt und jetzt lassen wir den auch hier nochmal rühren. Können wir noch mal kurz ein, zwei Sachen uns hier dann angucken. Ich habe jetzt das gleiche Terminal, was ich sonst in meinem Glas drin habe, habe ich mir jetzt hier raufgelegt mit Isobus. Wir haben ja kein extra Terminal, also mit Isobus. Wir haben einen Vordruck von 3 Bar, das schafft auch ganz gut. Sehen halt noch die 3000 Liter, 3300. Und dann habe ich mir, deswegen habe ich das hier mal vorbereitet, den Joystick hier belegt mit sämtlichen schönen Tasten. Und zwar habe ich auf dem mir erstmal gelegt, Spritze ein-ausschalten, dass wir da schnell rankommen. Dann haben wir auf den Hebel an sich, wir können ja mal gucken, Druck müsste drauf sein. Wenn ich den nach oben drücke, dann geht das Gestänge hoch. Und wenn ich den, ich glaube nach rechts habe ich das, nach rechts. Warte mal, ich muss noch einmal ganz kurz gucken. Das muss nämlich gesperrt sein. Wenn so ein Gestänge nicht gesperrt ist, das klappt ja nicht gleichzeitig links und rechts. Ne? Wenn das rechts zu doll knapp, zu schnell klappt, ist ja mehr Gewicht drauf und dann fällt euch da zu Boden. Glaubt mir, ihr habt die Erfahrung mal fast gemacht. Das war zum Glück auf dem Boden weiter. Wir können jetzt nämlich auch klappen, das Gestänge, um jetzt als Beispiel, jetzt hier ist dieser Mast und da wäre noch was. Wenn ich da nicht durchpasse, kann ich das anklappen. Wenn ich das aber am Boden hatte ich das gemacht und da auch nicht sperre, ist ja eine Seite wieder schwerer, der hebelt natürlich und dann lag das auf dem Boden. Das war eine Scheiße, sage ich euch. Deswegen immer darauf achten, muss gesperrt sein. Jetzt kann ich ja, was habe ich gesagt, nach rechts, ne? Ich habe mir nochmal dann hier den hier oben, habe ich mir belegt, mit den Düsen an- und ausschalten, von links nach rechts und rechts nach links. Das ist, denke ich, recht passig, falls ich doch hier in den Keil reinkomme, dass ich per Hand mal schnell die Teilbreiten schalten möchte. Haben wir ja früher nicht anders gemacht. Und hier habe ich im Längssystem die Spritze schon dran. Was jetzt natürlich nicht eingestellt ist, will ich aber auch nicht verstellen, der ist das auf einen Zentimeter genau im Glas hier eingestellt. Wenn ich jetzt hier anfange rumzuspielen, ich glaube, der speichert das in der Spritze wie auch auf dem Traktor, aber auf jeden Fall in der Spritze, da habe ich ja die Abstände drin zum Beispiel. Warte mal, ich kann euch das mal zeigen. Schon lange nicht im Fendt gesessen. Gerät, und wenn wir da mal gucken, 36 Meter hat er automatisch erkannt. 18 Meter ist klar die Hälfte, aber die Punkte sind aus dem Glas. Das heißt, Anhängepunkt bis Spritzpunkt, deswegen sollte es so grün werden danach, sind 9 Meter und 2. Das ist bei mir natürlich jetzt auf den hier nicht eingestellt. Das kann ein bisschen variieren, denke ich, oder? Täusche ich mich gerade. Warte mal, nee, wenn der Anhängepunkt... Ja, eigentlich müsste das doch trotzdem passen. Weil die Spritze wird ja nicht länger. Oder? Schreib's mal in die Kommentare. Ich hatte einen Denkfehler. Aber ist egal, ich verstelle eh nichts. Und der Punkt zur Achse ist die 4,76 Meter. Da haben wir, glaube ich, zwischen beiden Achsen genommen. Wir haben ja zwei. Aber eine Spritze kann doch nicht länger werden. Der Anhängerpunkt bis Spritze hinten bleibt doch gleich. Ich glaube, ich habe einen Denkfehler, Leute. Aber ich lasse das mal drin. Ne? Bei mir die YouTube-Videos, die müssen nicht perfekt sein. Das könnte aber anders haben, Leute. So, jedenfalls, Druck haben wir da. Er rührt auch gerade, das sehe ich hier dran. Rührwerk ist an. Wir haben jetzt das gesperrt. Ich drücke mal nach rechts und rein. Theoretisch müsste das klappen. Perfekt. Scheint, wir klappen aus, sage ich immer im Livestream. Ihr könnt, glaube ich, auch an der Spritze sehen, wie voll gesifft die ist. Der Traktor jetzt natürlich nicht. Der Glas sieht schlimm aus, Leute. Den mussten sie heute auch erstmal in der Werkstatt erstmal
anderthalb Stunden oder so Kärchern, da konntest du nicht dran schrauben. Bei uns ist das wild aktuell. Hier auf dem Sand geht's. Heute ist auch bestes Wetter, nochmal die nächsten Tage kommt Regen, Wind, Regen, Wind, Regen, Wind. Da sieht das schon wieder ein bisschen beschissen aus. Ne? Oh, ich bin glaube ich gerade vom Hebel runtergekommen. Da klappt er und da klappt er. Zu den Düsen, ich habe Doppelflachstrahl drauf. Blechler Doppelflachstrahl, rote sind da drauf. Die werden wir so um die 3 Bar dann auch fahren. Da müssen wir mal gucken. Geschwindigkeit habe ich hier noch nicht eingestellt im Fendt. Wenn ich jetzt den nach unten drücke, da klappt, Leute. So, jetzt habe ich sonst noch mehr Tasten belegt im Glas. Mache ich jetzt hier aber mit dem Touchscreen. Das funktioniert ja. Ich muss mich nur zurechtfinden. Ich glaube, da muss ich rein. Ich will die Automatiken anhaben, Leute. Da drücke ich einmal rauf. Ich weiß nicht, ob er das jetzt macht, ne? Achso, wir haben ja kein Section Control. Section Control des Terminals aktivieren. Das wird schwierig. Ja, habe ich gesehen. Ja, na, dann müssen wir das Ding einfach so zum Laufen kriegen, wie ich es gesagt hatte, ne? Aber ich will meine Höhenkontrolle. Die müsste funktionieren, liebe Leute. Ich habe eine Höhenkontrolle drin. Ich möchte ja, dass das immer auf gleicher Höhe ist. Deswegen habe ich da, ich probiere ran zu zoomen, da und auf der rechten Seite auch nochmal, habe ich Sensoren, die ganze Zeit den Boden abtasten. Das heißt, wenn es mal so geht, ne, das möchte ich natürlich anhaben. Wir nehmen jetzt einfach mal per Hand. Wir müssen ein bisschen umdenken. Das ist ein bisschen anders jetzt als mit meinem. Wir gehen mal auf Gestänge. Da müssten wir die Sperre schon mal rausnehmen können. Da sehen wir gerade das Schlösschen, ne? Danach geben wir nämlich frei, dass es pendeln kann. Schloss ist raus. Das ist schon mal gut. Dann möchte ich die Höhenkontrolle anhaben. Das müsste hier sein. Das funktioniert, da seht ihr schon. Wenn Spritze aus ist, hat sie, ich sag mal jetzt 1,50 Meter. Warte mal. Genau. Wenn Spritze... Ach, klappt das? Ja. Können wir aber auch genau gucken. Ich fahre mal ein bisschen hoch. 1,33 Meter sind es jetzt sogar. Genau. Und er fährt automatisch dann auf Höhe, die eingestellt ist. Das sind, glaube ich, 75 cm, die ja über dem Boden bleiben soll. Es pendelt natürlich immer so ein bisschen. Ne? Es wackelt ja auch und das ist ja alles nicht ganz gerade. So, das funktioniert schon mal. Section Control können wir abessen. Ich will mal kurz gucken, was passiert, wenn ich jetzt raufdrücke. Okay. Wir fahren per Hand, Leute. Taste habe ich ja eben schon gesagt, ne? Ich drücke jetzt einmal ganz kurz rauf. Dann seht ihr hier das Terminal plus Spritze hinten wahrscheinlich kurz. Die fährt runter, funktioniert. Wir kriegen auf jeden Fall die Suppe raus. Das ist wichtig und richtig. Das heißt, wir stellen uns jetzt erstmal noch eine Geschwindigkeit ein, Leute. Bei meiner waren es, glaube ich, mal um die 8 km/h gewesen. Ich habe mir den Monitor komplett verbaut. Gehen wir einfach so rein. Wir gehen mal hier bei der 2. Geben wir uns die 2, ja, dann haben wir beides übereinander. Die 2 geben wir uns mal jetzt 8 km/h. Wir können uns ja da ein bisschen rantasten, ne? Wir sagen mal 8,3, 8,4. Dann, Leute, brauche ich alle Hände, die mir zur Verfügung stehen. Ich würde sagen, ich weiß nicht, was ist denn für euch interessanter? Das hier ist ja eigentlich, das kann ich aus dem Glas auch nochmal abfangen dieses Jahr. Das können wir uns, das sieht im Glas nicht anders aus als hier beim Fendt. Das ist 1:1 der gleiche Bildschirm. Ne? Da haben wir hier zum Beispiel, wenn wir rausgehen, noch die 200 Liter stehen. Wir haben hier einen Auftrag, den null ich meistens nochmal, um zu sehen, ob die Hektar auch gepasst haben. Insgesamt sehen wir zum Beispiel 5200 Hektar. Benötigte Zeit waren 200 Stunden. Ausgebrachte Menge sind 700.000 war? Ah, sind ein paar Liter. 77.000 wäre ein bisschen weniger. Oh, die Nullen zählen. Scheiß was drauf, ja. So. ich glaube, ich hänge euch da lang. Oder da lang. Nee, ich hänge euch so. So, da seht ihr die Spritze. Bis gleich. So, ich hoffe, das alles funktioniert. Sollte aber eigentlich gehen. Ich lasse euch da mal hängen. Da könnt ihr so ein bisschen Gestänge sehen. Vielleicht sogar ein bisschen Monitor. Ich weiß das gar nicht. Ah. Alles für YouTube, Leute. Hinterachse sperre ich jetzt einmal. Ich habe eine lenkbare Hinterachse. Damit die sich nicht eindreht, wenn ich rückwärts fahre, musst du die immer sperren. Dann fahren wir mal zurück. Ich hoffe, dass das jetzt auch alles klappt. Ne? Ach, Leute. Jeden Tag was anderes, sage ich euch. Ne? Landwirtschaft wird nie langweilig. Das ist auf jeden Fall so. Ich habe heute gedacht, es ist jetzt mittlerweile, was haben wir jetzt? 13:47 Uhr. Wir haben heute sturmfrei, Frau Farming und ich.
Ich habe gesagt, ich bin mal schnell 2 Stunden auf Arbeit. Dann komme ich nach Hause und dann machen wir uns einen schönen Tag. Das habe ich um 7 Uhr gesagt. So, Leute, ich muss mir jetzt ein bisschen konzentrieren. Die Taste habe ich damit belegt. Ich habe den Tempomaten drinne und rein theoretisch müsste er gleich losfahren. Wir geben mal selber Gas. Drück die Daumen, Alter. Hinterachse machen wir erstmal wieder frei. Wir müssen auch mit der Zapfwelle aufpassen. Mit dem Unterlenker hat eigentlich nicht richtig gepasst, weil die zu groß sind, Leute. Zapfwelle ist aus. Wir lassen es drin. Leute, weil ich vom Sitz hochgegangen bin, das hatte ich vorhin nämlich schon. Bin noch vom Sitz aufgestiegen, Leute. Dann ist die Zapfwelle ausgegangen. Weil ich die Handbremse nicht angezogen hatte. Ich kann euch den Fehler sogar gleich nennen. Ist doch super, oder Chat? YouTube-Chat? Wieder Chat. Ja, ich hatte auch erst überlegt, komm, machst du vielleicht noch eine Spritze heute? Nimmst du einen Livestream mit? Habe ich mir dann gedacht, nee, lässt du sein. Da haben wir wieder 1000 Profis und ich selber werde nervös, ne? So, Hinterachse. Wir wollen auch keinen Bruch, weil der kostet alle zu viel Geld, da willst du auch keinen Bruch haben, ne? Jetzt aber. Jetzt läuft der Chat. 8 km/h sind eingespeichert. Fährt da auch. Druck kommt. Spritze ist an, die Düsen laufen überall. Perfekt. Wir haben jetzt einen Druck von 2,7, das heißt, wir können ein bisschen schneller fahren. Das mache ich über das Rädchen jetzt. Aber wir müssen jetzt auch schon wieder einlenken. Das heißt, Spritze aus. Dann, ich will nicht so scharf einlenken. Eigentlich würde ich jetzt komplett rumziehen. Ich habe aber Angst mit dem Unterlenker. Ich fahre nochmal ein Stück zurück, Leute. Dann haben wir eine lange Gerade gleich. Wie gesagt, das geht vom Glas, also von der Hand beim Glas. Zack. Und zack. Da lang wollen wir. Nicht so steil, Leute. Und schön langsam, ne? So ein Gestänge, wenn er da zu schnell rumzieht, das pendelt. Natürlich sind 36 Meter bei mir. Das pendelt sonst ganz schön. So, jetzt können wir wieder zurücksetzen, wieder an die Hinterachse denken. Hinterachse ist. Wir setzen ganz entspannt zurück. Auch aufpassen, weil die 3 ist die Hinterachse, die 2 ist zum Beispiel der Standfuß, warum auch immer so was gemacht wird, aber Luxusprobleme. Der Standfuß für die Spritze ist auch hydraulisch. Der liegt auf der 2. So, Leute, das passt. Ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht sofort loslegen. Rein theoretisch, das läuft, Abstandshalter funktioniert. Ich muss mir jetzt natürlich dadurch, dass das auch nicht mein Terminal ist. Das Gute ist, also wenn wir jetzt mehr als einmal außen rum haben, warte mal kurz, ein Druck, ja, 2,9 bar passt, perfekt. Dadurch, dass wir jetzt nicht mit meiner fahren, zeichne ich natürlich auch nicht für meine auf. Bei mir ist das so im Glas, wenn ich bei dem Feld jetzt zum Beispiel, mir geht das Mittel aus, weil ich mehrere Felder hintereinander bearbeite, dann drücke ich auf Pause und er weiß ja ganz genau, wo wir anfangen. Das müssen wir uns jetzt natürlich merken. Ich mache an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Wenn wir jetzt ums Vorgewende rumkommen oder das reicht nicht ganz im Vorgewende, weiß ich Bescheid, dann mache ich ein Foto oder ich mache per GPS oder ich kann es mal im Terminal einspeichern, ne? Oder könnt ihr mir uns Terminal einspeichern. Wird es jetzt mehr, dass wir nochmal eine Bahn reinfahren, werde ich auch zum Beispiel nicht die erste Spur nehmen, denn ich kann beim Klaas jetzt zum Beispiel sagen, wir haben jetzt 36 Meter Vorgewende hier. Das lasse ich aus, weil das ist ja schon gespritzt. Somit überlappe ich dann auch nicht. Ich will ja nicht überlappen oder jetzt doppelt spritzen oder so Mist, da habe ich ja keine Lust drauf. Ne? Deswegen würde ich, wenn wir jetzt sogar noch mehr drin haben und eine Bahn reinfahren, in die zweite hier reinfahren irgendwo. Da markiere ich mir das dann drin, wo Feierabend ist und würde beim nächsten Mal, wenn ich mit dem Glas herkomme, im Vorgewende die Spur nehmen, dass man das schön auch, ne, da funktioniert Section Control ja wieder. Das heißt, ich habe hier wirklich, trotzdem ich jetzt hier keine Daten hin und her gegeben habe, ich habe jetzt mein Terminal ja auch noch, also eigentlich der Plan gestern war, Leute, dass
der Traktor sogar auf dem Feld stehen bleiben sollte, weil wir Angst hatten, dass wir Öl verlieren. Und das ist natürlich nicht richtig. Und der war sogar schon der Tieflader besorgt für den Klaas, dass der mit dem Tieflader geholt wird. Aber da wir mitbekommen haben, denn wenn ich das Öl gesperrt hatte hier, also den, und da auch keinen Druck drauf gegeben habe, konnte ich fahren, habe nicht getropft, konnte man noch per Achse reinfahren. Ne? Das war noch ganz gut. Ansonsten sollte der über Nacht nämlich draußen bleiben, weil der LKW wäre erst heute Morgen gekommen. Und ja, deswegen hatte ich schon angefangen, also das S10 und so liegt jetzt in der Firma bei mir. Ich habe alles, was da Wert hat, halt rausgenommen. Man weiß ja nicht, was für Menschen da unterwegs sind nachts. Ne? Einen ganzen Traktor kannst du mitnehmen, schwierig, aber mal schnell ein Lenksystem rausklauen ist so eine andere Sache. Ne? Deswegen Laptop, Kameras, ich habe da alles ausgebaut, Leute. Ja, und das machen wir jetzt hier. Wir sind jetzt bei 3100. Mittel ist Viper Kompakt Sunfire 08 Viper. Das ist so ein Pack zusammen mit 0,25 Sunfire, wieder für Nichtlandwirte. Das heißt, ich habe jetzt hier auf 10.000 Quadratmeter, 1 Hektar, haben wir 1 Liter Mittel. Hoch verdünnt in 200 Liter, das wird hier unten angezeigt. Ich weiß gar nicht, kriegen wir das hier in groß sogar nochmal? Ja, kann sein, dass ihr das sehen könnt, kann sein, dass ihr gar nichts seht. Hier stehen gerade 200 Liter pro Hektar. Mit 2,8 Bar, wir fahren noch ein bisschen schneller. Zack, jetzt sind wir bei 2,9, das passt. Ja, und dann kriegen wir das wenigstens leer, weil ich habe so ein bisschen Angst davor, dass wir uns die Karre hinten auch voll gekloppt hätten. Da der Druck aber gerade gut hält und dann auch alles ganz gut funktioniert. Da ist die andere Seite. Mache ich mir da keine Sorgen. Dann können wir die hier nach, werde ich die jetzt noch spülen, Leute. Ich habe da eine kleine Anzeige dran, da sind doch noch 600 Liter Wasser drin. Die werde ich noch gleich mit rauskloppen. Dann ist das Ding erstmal hinten, erstmal so weit sauber, dass mir da nicht irgendwie irgendwas festsetzen kann. Ne? Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe nicht das gleiche Mittel drin. Das Problem war, ich will das Mittel jetzt nicht nennen. Wen das da interessiert, der schreibt es mir in die Kommentare, dann schreibe ich es vielleicht dahin. Es gab ein Mittel nur, mit dem die Probleme aufgetaucht sind. Und wir hatten dieses Mittel vor 2 Jahren, glaube ich, auch mal. Ist ein gutes, definitiv. Also sehr, sehr, sehr gutes Mittel. Ich hatte es, nee, dieses Jahr hatte ich es nicht. Vor 2 Jahren oder letztes Jahr sogar nochmal. Und du darfst es halt nur nicht stehen lassen. Das ist das Problem. Das heißt, es muss halt wirklich... Und die sind halt, glaube ich, auch noch im Kombi gefahren. Ich glaube, die hatten das Mittel plus einen Gräserpartner plus noch ein Insektizid. Und das hat sie wohl alle nicht so, das hat sie halt nicht so vertragen, Leute. Ja. Ja, deswegen, also jetzt seid ihr halt erstmal dieses Jahr beim Spritzen dabei. Das ist hier meine Lieblingsaufgabe eigentlich auch, ne? Weil es einfach so entspannt ist. Der Acker ist gerade, der Acker ist schick, die Arbeit ist entspannt. Man kann alles überwachen über das Terminal, über Isobus oder und lässt die fahren und kontrolliert halt ab und zu nur die Düsen. Ne? Wenn es dunkel ist, haben wir hinten eine Düsenbeleuchtung dran. Ne? Jede Düse hat 3 LEDs. Das müssen wir dieses Jahr mal gucken. Es wird ja früh dunkel, vielleicht kommen wir noch mal ins Dunkle. Euch mal zeigen, das sieht total geil aus. Du kannst halt wirklich bei jedem Spritzkegel sehen, ob die wirklich funktioniert oder nicht. Vorher mit der alten hatten wir das nur auf die Scheinwerfer und auf 36 Meter siehst du das nicht. Also auch wenn du Scheinwerfer drauf gerichtet hast, siehst du da gar nichts hinten. Ne? Deswegen, das ist schon ganz geil, dass sie das kann. Ja Leute, dann seid ihr erstmal wieder up to date. Ansonsten, wie gesagt, Acker ist alles bestellt. Bis auf die Erbsen nächstes Jahr, die 80 Hektar. Ansonsten ist alles drin. Das hier war vorvorletztes Feld Weizen. Danach kamen nochmal 10, nochmal 10 rein. Das waren die letzten. Auch die sind aufgelaufen. Bei uns gerade alles aufgelaufen zum Glück. Fertig gespritzt, Raps sowieso, Gerste ist fertig, der Hybridroggen ist fertig. Die eine Weizenfläche hätte ich gern, aber die ist nicht befahrbar. Ich habe in der daneben so eine Gleise reingezogen, so eine Dinger. Wir werden die Tage, wenn ihr da Lust drauf habt, weil jetzt wird es ja mit Content aus dem Traktor wieder ein bisschen rar, machen wir eine AKF, Leute. Das wünscht ihr euch schon lange, da fahren wir mal zur Gerste. Da fahren wir mal zum Raps, zum Einzelkornraps, der hat sich auch gut entwickelt. Bei der einen Fläche ist leider noch einiges an Roggen durchgekommen. Das ist die Fläche, wo wir eigentlich von Ernte bis Aussaat da eine Woche hatten. Da ist jetzt nochmal ordentlich was nachgekommen, obwohl wir da schon drin waren mit Ausfallgetreidemittel. Ja, der Hybridroggen aus den 24-Stunden-Stream, richtig gut aus. Richtig, richtig gut aus, auch keine Fehler passiert, obwohl ich sehr müde war. Zu dem Stream noch, ich glaube, das wisst ihr gar nicht. Ich habe 27 Stunden.
habe ich gestreamt und halt gearbeitet nebenbei. Immer mit der Rücksicht im Nacken, dass ich gesagt habe, sollte es körperlich nicht gehen, brechen wir ab. Also keine Angst, mir ging es körperlich bis zum Schluss sehr gut. Ich hatte sogar noch einen Fall dann auf der Straße, wo ich echt schnell reagieren musste und dann echt noch alles da war. Also alles gut, ich kann davon abraten, wird keinen dazu raten und das ist auch nicht so cool, aber ich habe 131 Hektar geschafft. Das ist wieder cool, Leute. Ich habe in 27 Stunden 131 Hektar feinsten KWS Rotor war die Sorte, in den Boden gedrückt. Wahnsinn, Leute. Absoluter Wahnsinn. Hat geklappt, hat mich sehr gefreut. Das dazu. Ansonsten ist nicht viel passiert. Viel Aussaat, das ist aber immer das Gleiche. Das ist jeden Tag das Gleiche. Ne? Ich lasse euch doch noch mal kurz mitlaufen. Und zwar sind wir am Ackerende angekommen. Ihr habt gesehen, 10 Minuten sind wir jetzt fast gefahren. Okay, wir haben vorher noch gequatscht. Ne, nee, doch, fast 10 Minuten, war. War das ganz kurz? Ich muss die Hinterachse, den hier. Und hier hat da keine Fahrgasse gedrillt. Welcher Uni war denn hier mit der Drille? Ah ja, machen wir per Hand, Leute. Das Jahr, ich weiß nicht noch, hier war ich auf dem Feld, Leute, nach der Elternversammlung. Ich hatte Elternversammlung, bin vom Feld abgehauen und bin nach der Elternversammlung wieder hergekommen. Ich hatte dann aber nur noch 10 Hektar und Vorgewände hier oben. Fahren wir per Hand rein. Ist so. Ist auch nur der Streifen, glaube ich. Da hinten ist mir irgendwo aufgefallen. Wir gucken mal. Hinterachse ist gesperrt. Wir fahren wieder rückwärts bis an den Ackerrand ran. Perfekt, direkt auf der Feld. Da passt das auch, auf dem Stäbchen. Dann muss ich natürlich jetzt ein bisschen... Leute, warum auch immer, die Kamera ist einmal kurz ausgegangen. Ich habe sie jetzt ausgelassen, bin jetzt außen rum einmal und habe immer noch 1000 Liter. 1000 Liter heißt 5 Hektar, ne? Aber es klappt echt gut. Fast schon so gut, dass ich sage, machen wir noch eine. Schauen wir mal, ich hätte gerne, ich habe sogar eine Drohne eingepackt, denn es ist mir eingefallen, ah, du fährst ja ohne Lenksystem, ne? Ja, ich schicke jetzt keine Drohne raus, Leute. Ich schicke jetzt keine Drohne raus. Thank you.
ich würde sagen, das warten wir wieder mit dem Update. Wir schauen, was die Tage noch passiert. Ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder mal im Klassi sitzen. Das wäre ganz cool, wenn wir da wieder drin sind. Und sag erstmal Dankeschön fürs Schauen wieder bis hierhin. Lasst gerne einen Kommentar und einen Like da. Und abonniert endlich diesen Kanal, Alter. Wird ja auch Zeit, Junge. Nee, Leute, haut rein. Dankeschön, bis zum nächsten Video.